Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und damit mal wieder zu einem Full Day of Eating. Habe ich lange nicht mehr gemacht, glaube ich. Daher dachte ich mir, ein Full Day of Eating, warum nicht? Kann man mal wieder machen. Bei mir gibt es jetzt mal ein Monster Zero. Hat keine Kalorien, kann man trotzdem erwähnen. Haben 9 Kalorien. Und 100 Gramm Datteln, genau. Ich werde natürlich alles tracken heute. Ich habe nichts vorgeplant oder so wie sonst. Ich habe auch kein Kalorienziel. Ich werde einfach essen und dann werde ich eintragen und gucken, wie viel ich gegessen habe. Ich will natürlich mindestens 3200, 3500 Kalorien essen. Wenn es mehr wird, ist kein Ding. Es kann also sein, dass es 3500 Kalorien sind oder 4000 Kalorien. Kann beides sein. Das Ding ist, ihr wisst es schon, weil es im Titel steht. Und ja, ich will nicht viel labern. Ich würde sagen, ich melde mich, wenn die erste Mahlzeit am Start ist und... Vorher geht's noch zum Friseur. Kann man ja auch nochmal erwähnen. Läuft. Jetzt gibt's erstmal einen kleinen Energy Cake to go. Und ja, erstmal so für einen kleinen Zwischensnack. Und dann werde ich mir irgendwas zu essen machen. Zack, da bin ich wieder mit meiner neuen Frisur. Und jetzt gibt's die erste richtige Mahlzeit. Ich hatte Bock auf Nudeln und habe mir sie diesmal mit Hähnchen, Gemüse und ja, bisschen Tomatensauce halt gemacht. Und da das Weiße ist, ist Schafskäse. Schafskäse. Yes. Ich habe überlegt, ob ich eine rote Bohnen reinmache, also Kidneybohnen, aber ich dachte, nö. Ich hatte einfach Bock, das so zu essen und dazu gönne ich mir noch ein Molokko, das heißt 30 Gramm Zucker. Das sind dann 100. Ich blende alle Kalorien und so weiter wie immer ein, denn ich muss das noch alles tracken, also eintragen in meine Kalorien-App, die heißt FDDB, also FooDDB, also Food Diary Book oder so, keine Ahnung. Ja, Food Diary Book. Ja, Ernährungstagebuch. Richtig. Gut erkannt, aber. Was ich noch so essen werde, weiß ich gerade noch gar nicht. Ich habe auf jeden Fall noch Bock auf was Saftiges. Auf was richtig Saftiges. Und das wird es auf jeden Fall noch geben. Ich bin wieder am Start. Bei mir gab es eine Mahlzeit bei McDonald's, die ich eigentlich gar nicht geplant hatte. War relativ spontan. Ein Big Tasty Bacon. Ja, man könnte jetzt sagen, warum ist das anders? Ja, ich hatte einfach Bock drauf. Ich habe ja gesagt, ich möchte noch was Saftiges essen. Damit war eigentlich gar nicht so McDonald's geplant, weil ich eigentlich nicht so oft zu McDonald's gehe, weil ich McDonald's, um ehrlich zu sein, echt nicht geil finde. Dann lieber richtige Burger halt von einem anderen Burgerladen oder irgendwie ein Döner oder so. Das finde ich tausendmal besser als McDonald's. Aber wie gesagt, McDonald's hat man manchmal Bock drauf, war halt auch relativ spontan. Ich zeige es euch jetzt ganz kurz nochmal, was ich alles gegessen habe. Ein Big Tasty Bacon, dann Potato Wedges und eine Cola Zero. So wie es nochmal ist, wenn man Fast Food isst, nimmt man immer Cola Zero, damit man Zucker spart. Ja, war in dem Moment ziemlich saftig, ziemlich geil. Und ja, ein paar Minuten später denkt man sich, warum? Warum hat man es gemacht? Aber ganz ehrlich, ist geil. Morgen Push-Training. Ich bin auf jeden Fall damit jetzt gut geladen, sage ich mal. Gut Kalorien getankt, auch wenn es nicht so geile Kalorien sind. Dementsprechend sieht jetzt auch meine Makronährstoffverteilung aus. Ich habe noch 250 Gramm Quark geplant, weil ich fand, dass ich zu wenig Eiweiß hatte. Da werde ich gucken, ob ich mir was noch reinmische oder nicht. Ich werde euch jetzt auch einfach einblenden. Damit komme ich auf 3700 Kalorien, 444 Gramm Kohlenhydrate, 183 Gramm Eiweiß und 126 Gramm Fett. Ziemlich viel Fett und ich weiß, es waren keine guten Fette am Start. Außer das Kokosfett, was ich heute Mittag verwendet hatte. Ansonsten waren es eigentlich echt nicht so die freshen Fettsäuren. Und das waren auch schon alle Mahlzeiten für heute. Relativ kurz und knackig. Ich hatte eigentlich noch voll Bock auf einen Haferbrei-Porridge. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Alle sagen Porridge dazu. Oh, man kann auch einfach Haferbrei sagen. Ist es Haferbrei? Ist es Porridge? Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht gönne ich mir das auch noch irgendwie, na, wenn ich lange wach bleibe und noch Hunger habe. Also hatte Bock drauf, habe jetzt nicht das Bedürfnis, aber falls ich wieder Bock drauf bekomme, dann werde ich es mir auf jeden Fall noch machen. Ich brauche die Energie für morgen, für Push-Training. Deshalb, ja, mal gucken. Ich hoffe, euch hat dieser Full Day of Eating gefallen. Wenn das so ist, dann freut mich das natürlich auch. Ich sag wie immer nicht, gebt den Daumen im Video nach oben, dann macht was ihr wollt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das macht und auch bei den nächsten Videos vorbeischaut und vielleicht auch die alten Folie auf Eatings anguckt, denn da zeige ich euch auch nochmal andere Mahlzeiten. Oder wenn ihr Bock auf mehr Folie auf Eatings habt oder weitere Folie auf Eatings, dann einfach ja, in die Kommentare schreiben. Ich feiere Folie auf Eatings, deshalb versuche ich das vielleicht auch mal häufiger zu bringen, weil ich nicht in jedem Vlog alle Mahlzeiten zeige. Deshalb, kurze Rede, langer Sinn, bis zum nächsten Video. Maniac is back, smoking crack with Jack Black. I smack ass, keep a fat stash, a gotch on the knapsack. Fuck your faggot, snapback and hashtags. I'm a backlash and drop bombs like Baghdad.